Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge und willkommen zu dem Finale des LPWG Rouge Turniers 2019. Nach einer kleinen Unterbrechung wird jetzt tatsächlich das Finale kommentiert. Die letzten beiden Halbfinale sind schon eine Weile her. Wir hatten dann immer kleine organisatorische Probleme, aber jetzt trifft Lasse auf Jem auf der Map Diplomaten mit dem Spielmodus 1945. Das ist deswegen besonders, weil wir haben uns natürlich ein paar besondere Maps überlegt, damit eben keine, sag mal, 0815-Situationen aufkommen, sondern dass jeder sich ein bisschen in die neuen Gegebenheiten einfinden muss. Das hier ist keine 1 vs. 1 Karte. Es ist eine 2 vs. 2 oder 4 FFA-Karte oder was auch immer. Aber 1 vs. 1 spielt man da eigentlich nie drauf. Vor allem auch deswegen, weil es einfach viel zu viele Nachschubdepots gibt für zwei Spieler. Also wo wir hier im Spielmodus 45 sind, macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, Admins zu bauen. Es gibt Nachschubdepots ohne Ende. Und es stellt sich natürlich die Frage, was tut man? Geht man einfach nur durch die Mitte? Bis hierher kommt man dann nämlich ganz gut. Es ist ein offenes Feld in der Mitte, führen auch schöne Straßen durch. Hier sind zwar ein paar Wälder, aber prinzipiell könnte man durchkommen. Man hat dann zwar ein paar Probleme beim Gegner, wirklich durch die Stadt und so weiter durchzukommen, aber wenn man den Gegner bis hierher zurückgedrängt hat, dann hat er rein wirtschaftlich tatsächlich Probleme. Fährt man außen rum, damit rechnet nämlich keiner. Die Basen haben das Problem, dass sie hier quasi komplett ungeschützt sind, da kann man einfach mit ein paar Panzern durchfahren. Hier passt natürlich immer noch Panzerabwehr hin, aber es ist durchaus sehr einfach, da durchzukommen, verhältnismäßig. Oder baut man sich einfach nur defensiv auf, farmt alle Nachschubdepots ab, baut man ein Flugfeld und dominiert die Luft, was natürlich bei so einem großen Map auch wiederum sinnvoll ist. Also es gibt sehr, sehr viel, das man machen kann. Und deswegen dachte ich, es wäre eine gute Wahl, hier dann ein 1 vs 1 im Finale stattfinden zu lassen. Und ja, schauen wir uns mal die Strategien an. Die sind natürlich dementsprechend. Lasse baut zu Beginn gleich mal mehrere Nachschubdepots, weil er weiß, das Gefecht wird einfach länger dauern. Genauso wie Jem hier ein paar Nachschubdepots baut. Auch noch beide gleich mal UHQs ein bisschen weiter vorne. Was jetzt bei Lasse besonders ist, beziehungsweise was ich auf jeden Fall auch gemacht hätte, er baut ein Flugfeld, weil mit Luftwaffe kann man hier eben sehr gut agieren. Also die Map ist einfach sehr groß und da ist Luftwaffe quasi unerlässlich. Außer man bleibt natürlich in seinem kleinen abgesteckten Gebiet und so viel sei schon mal gespoilert. Während Lasse versuchen wird, sehr gut die Map auszunutzen und die Front so breit wie möglich zu ziehen, wird Jem genau das Gegenteil versuchen. Er wird gucken, dass man sich auf einen kleinen Punkt konzentriert. Das kann beides Vor- und Nachteile haben. Bei einer breiten Front kann man im Gegner, also wenn man zum Beispiel auf einer sehr, sehr breiten Front angreift, also man greift nicht nur an einem Punkt an, sondern an sehr vielen Frontabschnitten, ist natürlich schwierig, wenn der Feind überall Panzerabwehr oder so hat. Oder Luftabwehr. Das macht immer dann mehr Sinn, wenn man konzentriert angreift. Aber natürlich, sich auf einen Punkt zu konzentrieren, hat den Nachteil, dass man gegebenenfalls die Nachschubdepots nicht schützen kann und so weiter und so fort. Also ihr seht, da gibt es vieles, das man beachten muss. Was Lasse hier aber getan hat, ist typisch Lasse. Er hat eine Kaserne gebaut und Infanterie. Surprise. Die schickt den Wald. Weil Lasse baut sehr, sehr gerne Infanterie, geht damit auch im Regelfall sehr gut um, sonst beide spielen sehr gut, sonst wären sie nicht im Finale. Und er spielt ganz gern mit dem Gegner, also ärgert ihn ab und zu mal. Hier hat er nämlich jetzt zwei Bomber gebaut. Die haben einzig und allein den Zweck, um die Nachschubdepots hier auszuschalten. Beziehungsweise er kann das Nachschubdepot nicht anfliegen, deswegen fliegt er jetzt den Bomber an. Den Panzer. Hat nur nicht viel gebracht. 15 Dollar, okay, durch die paar Nachschubfahrzeuge, die wahrscheinlich durchgefahren sind. Aber er hat schon mal gezeigt, er kann es theoretisch. Jem ist jetzt dazu gezwungen, eigentlich dauerhaft seinen Nachschubdepots zu tarnen und eigentlich auch mit Luftabwehr zu schützen. Das macht er, ist Amerikaner, die M16 sind durchaus nicht die schlechtesten Einheiten, wenn es darum geht, den Luftraum zu sichern. Und davon kann er eben ein paar bauen, wir spielen ja eben den Spielmodus 45 und nicht totaler Krieg. Deswegen kann er sich da ganz gut drauf verlassen und kann die in alle Ecken spammen. Die haben ja auch den Vorteil, dass sie eben sehr flexibel sind, also wenn da ein Luftkampf absehbar hier drüben geführt wird, anstatt hier, hat man durchaus schon noch bei dieser Größe der Map Zeit, die Luftabwehr ein paar Meter zu bewegen, bevor der Feind da tatsächlich auch eintrifft. Mit 31 km/h sind die Einheiten auch gar nicht so langsam. Kann man also durchaus schon noch was machen. Lasse zieht seine Infanterie zurück, weil er sieht, okay, da stirbt sie früher oder später. Was Lasse ganz gerne macht, er nutzt Einheiten, die relativ günstig sind und versucht, dem Feind damit maximal zu schaden. Wenn er nur hingeht und den Feind dazu zwingt, dass er hier Panzer hinschicken muss, weil er hier eine Infanterieeinheit hat,
Dann hat er mit $5, $40 vom Feind oder so gebunden. Oder er überdehnt einfach die feindliche Front. Das seht ihr hier. Wir haben überall ein bisschen Luftabwehr, aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, 2 M16 sind vielleicht ein bisschen zu wenig. Jetzt haben wir anstatt hier 6 M16, die auf jeden Fall die Luftwaffe von Lasse aktuell problemlos ausschalten können. Haben wir hier 2, da 2 und wenn es so weitergeht, da vorne auch noch 2. Die hält er jetzt ein bisschen zusammen. Aber ihr seht schon, Lasse versucht wirklich, ihn dazu zu zwingen, sich so breit wie möglich aufzustellen. Das provoziert er auch, indem man, hier sehen wir übrigens gleich einen der schönsten Moves überhaupt, indem er hier die Infanterie in die Stadt reinschickt und hier die Infanterie in den Wald. Und jetzt dürft mal bestaunen, was man mit Grenadieren machen kann, wenn man perfektes Timing hat. Das können wir ja wahrscheinlich auch gleich als Thumbnail benutzen. Er schickt hier die Grenadiere in den Wald, der Lee reagiert nicht darauf und zack, wird ausgeschalten. Das war's. Der Lee ist tot, mit einem einzigen Schuss. Mit einer Infanterieeinheit, die er Sekunden vorher noch gesehen hat. Aber die Reichweite einer Infanterie ist zwar gering, aber offensichtlich ausreichend für die Distanz hier. Und das ist natürlich schon ärgerlich. Also die Frage ist erstmal, warum baut man überhaupt Lees? Klar, man muss ihn nicht erforschen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Shermans wesentlich besser sind und sich meistens lohnen. Beziehungsweise, wenn man schon 45 spielt, kann man ja auch gleich Pershings bauen. Aber auf jeden Fall ist es natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich, weil der Lee der Garant war, um Lasse ein bisschen zu kontern. Was hat Lasse aktuell? Er hat 2 Bomber, hat Nachschubdepots gebaut und er hat Infanterie auf dem Feld. Nichts davon kann Lee vernichten. Aber wenn die Infanterie jetzt natürlich den Lee ausgeschalten hat, dann ergibt sich da so eine Lücke in Jims Strategie, in seiner Front auch, die eben Lasse jetzt direkt ausnutzt. Und er baut einen Panzer 4. Die sieht man auch selten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich immer total im Krieg spiele, aber Panzer 4 sieht man selten. Die sind aber recht flott mit 35 km/h plus Blitz. Also da kann auch relativ schnell welche produzieren. Er hat auch 2 Panzerbasen und jetzt kann er mit 4 Panzern 4 auf Jem zu marschieren. Und es ist durchaus, die machen durchaus Schaden, so ist nicht. Problem nur, sie haben nur Panzerungsstufe 3 und machen quasi kaum Schaden gegen Panzerungsstufe 4. Sie haben einem Sherman bzw. einem Pershing also nicht sonderlich viel entgegenzusetzen. Vor allem einem, ja, Pershing als optimierter schwerer Panzer macht so ein Panzer 4 natürlich platt. Deswegen war klar, eine Konfrontation macht keinen Sinn. Jem hat noch rechtzeitig reagiert, konnte jetzt die Panzer 4 aufhalten. Also opfern wir mal die Infanterie. Warum die Infanterie opfern? Naja, seht ihr, was die Pershings machen? Wo ihr Rohr hinzeigt? Genau, zur Infanterie. Und die brauchen eine Weile. Das sind ein paar Sekunden, bis die ihr Rohr wieder schwenken können. Und dann wieder feuern können. Weil ein Pershing ist noch verhältnismäßig schneller. Es gibt Panzer, bei denen ist es noch wesentlich langsamer. Aber einfach mal Infanterie reinzuschicken. Wenn ihr gerade von schweren Panzern wegfahrt, das ist durchaus eine sehr, sehr gute Strategie. Es wird selten verwendet. Weil, also zumindest meinen Gefechten, weil schwere Panzer, also richtig schwere Panzer gibt es ja im Regelfall erst dann, wenn man so viel Truppen hat, dass es darauf nicht mehr ankommt. Aber ja, hier hat Lasse jetzt ein Problem, weil da ist ein Counterangriff von Jem am Laufen. Er hat quasi die Panzer gebaut, um die Panzer 4 hier zu kontern, hat jetzt aber den Angriff nicht abgebrochen, sondern ist weiter vorgerückt. Er hat sogar daran gedacht, dass Lasse ja Luftwaffe hat. Vielleicht hat er es nicht so ganz priorisiert, weil er wusste, okay, er hat nur Bomber. Aber er hat auf jeden Fall die Luftabwehr mitgeschickt. 4 M16, die müssten reichen, aber naja, sie reichen auch, aber sie reichen nicht aus, um den Schaden komplett abzuwenden. Und sie reichen nicht aus, um 2-3 Bomber auszulöschen. Das war natürlich verheerend. 2 Jagdbomber zerstören den Pershing und die Bomber kommen durch und zerstören die Luftabwehr. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen. Es kommt auch noch Infanterie hinterher und inzwischen sogar Sturmgrenadiere, die, wie wir ja gerade eben gelernt haben, sehr gefährlich werden könnten für den Pershing. Und dann wird der Pershing auch noch angehittet von der Stuka, was man jetzt nicht vergessen darf. Und drüben läuft auch noch eine Offensive von Lasse. Also die einhalten sie ja nicht weg. Er hat sie ja nicht gewastet, geopfert, irgendwo reingeschickt, sondern er hat sie tatsächlich positioniert. Sehr klug sogar. Was meine ich damit, wenn ich sage, klug positioniert? Also, er hat hier die Panzer 4 und er denkt sich jetzt erstmal, okay, ich kann mit denen an der Stelle nicht wirklich was anfangen. Aber ich lasse da mal stehen, weil er hat jetzt eine Position erobert, die hier. Die Position hier hinter der Stadt, da kann man ihn auch nicht so einfach angreifen, er hat auch Luftüberlegenheit, also man kriegt ihn da nicht wirklich schnell raus. Die ist jetzt ein bisschen was wert, weil er dadurch die
Nachschublager blockiert. Aber die können ja noch viel, viel mehr wert werden. Also hält man das erstmal. Er gibt die Position nicht wieder auf. Map Control ist wertvoll. Ich sage ja mal Rouge. Da geht es eigentlich nur darum, dass man die richtigen Einheiten am richtigen Ort, zur richtigen Zeit hat. Da hat man schon gewonnen. Das ist so vereinfacht gesagt das gesamte Spiel. Weil jeder hat genau dieselben Startvoraussetzungen. Gut, durch die Nationen hat man nochmal ein bisschen andere, aber prinzipiell sind die Startvoraussetzungen gleich. Man hat gleich viel Geld, theoretisch. Aber wenn man dann manchmal, wie bei der Infanterie, einfach eine gut platzierte Einheit hat oder falsche Mega in der Basis oder irgendwo eine Panzerabwehr oder auch irgendwo ein Bunker, der sehr effizient seine Arbeit verrichtet und so weiter oder einfach genügend Flieger auf einem Haufen, sodass der Schaden sich verteilt und so weiter, dann hat man einfach die richtigen Einheiten am richtigen Ort. Und wenn das dann noch halbwegs getimed ist, dann kann das sehr viel Schaden anrichten. Seht ihr hier, da werden gleich mal drei Luftabwehreinheiten ausgeschaltet und noch ein Pershing und einer wird noch zu fliegen gebracht. Jem bricht seine Offensive ab. Wahrscheinlich hätte er sogar nachträglich sie nicht abbrechen sollen, sondern hätte irgendwie Fanatismus draufklatschen müssen, dass seine Luftabwehr ein bisschen effizienter schießt und hätte durchfahren müssen. Weil besser wird es natürlich nicht. Wenn man sich das Ganze jetzt mal global anschaut, dann hat Lasse eindeutig, was heißt eindeutig, hat ein bisschen mehr Nachschub. Es ist nicht sehr, sehr viel, aber auf Dauer hätte er garantiert einen Vorteil. Und da muss man jetzt natürlich überlegen, was man tut. Ich verstehe natürlich seinen Ansatz, der ist nämlich, okay, der Feind macht mich mit Luftwaffe platt, dann muss ich da was dagegen unternehmen und sammle jetzt erstmal hier wieder meine Luftabwehr, dass ich überhaupt was gegen den Feind machen kann und baue jetzt ein Flugfeld. Nachträglich, klar, ist man immer schlauer, aber kann ja den Tipp geben. Es war eigentlich klar, dass hier Luftwaffe notwendig sein wird. Also Jem hätte hier von Anfang an eigentlich Luftwaffe bauen müssen, wenn er auch nur Scheinflieger losgeschickt hätte, um die Feinde zum Teil zu neutralisieren. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen spät und ein bisschen schwierig. Was er auch erkennt, er baut jetzt weitere Luftabwehreinheiten. Mal sehen, ob er die da oben runterzieht. Aber ja, ich glaube, inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem 2 M16 nicht mehr ausreichen, um Nachschubdepots zu sichern. Da macht es mehr Sinn, die Luftabwehr wirklich auf einen Haufen zu ziehen. Da baut er jetzt sogar ganz normale Bofors, wahrscheinlich um besser den Wald sichern zu können, beziehungsweise um die Einheiten irgendwo in den Wald stellen zu können, damit die nicht sofort ausgeschalten werden von allem. Aber ja, Lasse ist in einer ganz komfortablen Situation. Er hat hier die Mitte, kann nach wie vor Nachschubdepots bauen, hat jetzt das dritte Flugfeld, folglich wahrscheinlich schon mindestens 16 Flieger und kann damit jetzt größere Angriffe starten, was er auch tut. Da sehen wir, dass er jetzt dann auch Fanatismus einsetzt, sonst wären die ersten paar Flieger definitiv nicht durchgekommen. Aber die Luftwaffe reicht definitiv nicht mehr aus, um die Luftwaffe aufzuhalten. Da stirbt quasi nur noch eine einzige Stuka. Das lohnt sich also preis-leistungsmäßig gar nicht mehr. Da hätte man garantiert eigene Luftwaffe hochschicken müssen. Ich glaube, auch wenn er wesentlich mehr Geld in Luftabwehr investiert hätte, wäre das nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Da sieht man auch, dass Lasse, ja, er hatte dann hat am Ende quasi alles zerstört, aber ist noch ein bisschen besser micron können. Aber man kann sich nicht beschweren, war auf jeden Fall in Ordnung. Hier finde ich, das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man solche Angriffe kombiniert. Also er hat hier jetzt nicht nur irgendeinen Angriff gestartet und freut sich jetzt, dass er die Punkte hat. Richtige Einheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da ist jetzt ein Loch in der Loch in der Front. Da steht nichts mehr. Er hat alles weggebombt, was da stehen könnte. Und jetzt schickt er Sturmgrenadiere rein. Und erobert eine Kaserne und baut noch mehr Sturmgrenadiere. Was den Stuarts nicht so gefällt. Auch wenn er damit jetzt nicht unbedingt durchkommt. Da vorne steht noch ein Pershing, der jetzt aber direkt von Stukas ausgeschaltet wird. Es hat ihm Zeit gebracht. Er muss ja jetzt nicht unbedingt durchkommen. Klar, er sollte früher oder später durch die Stadt durchkommen, aber er hat jetzt Zeit, sich weiter aufzubauen, seinen nächsten Luftschlag zu planen. Er kann mit Stukas Nachschubdepots zerstören. Ich sag mal, wenn man mit Stukas Nachschubdepots zerstört, direkt vor der feindlichen Basis. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass man gleich verloren hat. Und er hat hier unten ja noch seine Panzer 4, das darf man nicht vergessen. Also Jem hat nicht mehr viel, ist wirklich in einer unschönen Position. Aber seinen letzten Panzer, die er vielleicht noch irgendwie hätte gebrauchen können, haben ihm nichts, konnte er nicht wirklich, beziehungsweise ist nur einer, ja okay, aber er hätte ihn auch nicht abziehen können, weil er muss ihn da stehen lassen.
Er kann ihn nicht abziehen, weil in dem Moment, in dem man ihn abzieht, die Panzer 4 durchrücken. Und das ist eben, finde ich, mal cool, wenn man das ausnutzt, dass man eben so eine schöne, beziehungsweise eher für den Gegner sehr, sehr eklige Situation hat. So spiele ich auch gern Italien. Da habe ich dann einfach nur einen billigen Panzer, also M13 oder so. Einfach nur irgendwo, wo es den Gegner nervt. In der Hoffnung, dass der Feind mehr Geld und Zeit und Listen und so weiter aufbringt, um diese Einheit zu entfernen, als ich aufgebracht habe, sie da hinzubringen. Das ist auch dann eine Strategie. Also es muss ja nicht immer nur darum gehen, wie viele Punkte man hat. Klar, man kann natürlich quantitativ nicht ermitteln, wie gut jetzt die Positionierung der Einheiten ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Strategiespiele, die wurden schon so durchanalysiert, dass es geht, aber nicht hier in Rouge. Kann man nur die Punkte zählen oder das Geld, und meistens gewinnt man ja auch mit mehr Punkten und mehr Geld, aber nicht unbedingt immer. Aber ja. Eins ist aber ziemlich sicher in Rouge, meistens gewinnt man, wenn man die absolute Luftüberlegenheit hat. Mit absoluter Luftüberlegenheit meine ich auch, dass man quasi seine Flieger unbehelligt bis ins feindliche Hauptquartier schicken kann. Hier hat übrigens Jem noch zwei Verwaltungsgebäude gebaut, das verstehe ich nicht. Das Geld, das musste ja irgendwo herkommen, hätte er das frühzeitig in Luftwaffe investiert, wäre das Ganze auch ganz, ganz, ganz anders ausgegangen. Aber gut, er hat jetzt den Pershing hier abgezogen und jetzt passiert das, was passieren musste. Die Panzer 4 rücken natürlich von der Seite aus vor und darauf ist er einfach nicht vorbereitet. Er kämpft hier gegen die Infanterie, deswegen als Stuarts baut, und Stuarts können einfach nichts gegen Panzer 4 anrichten, genauso wie seine M16 nichts gegen Panzer 4 anrichten können. Und alles, was gegen Panzer 4 anrichten kann, wurde wahrscheinlich von der Luftwaffe zerstört. Also, ihr seht, das war von Lasse auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Jem hat einen dramatischen Fehler gemacht, und zwar das mit der Luftwaffe. Aber wir schauen, wie es weitergeht. Das Turnier ist schon nicht vorbei. Es gibt es gibt noch eine zweite Runde, und wenn es unentschieden gibt, sogar noch ein drittes. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch ein kurzer Blick auf die Statistiken. Und dann würde ich sagen, dann seht ihr hier, Einkünfte waren ein bisschen höher, jetzt nicht so drastisch, aber hat ausgereicht, und die Frags und Verluste sind natürlich sehr zugunsten Lasses verlaufen. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.